Also wir haben uns ja gedacht, Kultur, wie man es eigentlich hier in der Gegend kennt, mit Bollerwagen, haben wir gesagt, wir machen ein bisschen anders. Wir machen eine reelle Kultur, also durch die Kohlsorten quasi. Wir haben asiatisch angefangen, kleinen Schlängen in die französische Küche gemacht, dann wieder in die deutsche Küche und dann ursprünglich deutsch hier aus Niedersachsen quasi einen Grünkohl gemacht. So als kleine so als Grundkultur dann im Reellen gemacht. Sehr überraschend, sehr angenehm überrascht, was man mit Kohl alles machen kann und vor allen Dingen wie leicht und ja, wie leicht Kohl schmecken kann. Man denkt immer Kohl, oh, schweres Gericht und so. Hier waren ganz feine kleine Kohlsorten, ganz anders angemacht. Ich bin nun leider keine Köchin, aber es war sehr lecker. Also vorgestellt habe ich mir natürlich Grünkohl, das war so mein erster Gedanke. Und genau, dann war die Überraschung, dass es zuerst dann Rosenkohl gab, mein Lieblingsgericht, Rosenkohl. Und auch sehr spannend gemacht mit der asiatischen Marinade, das war sehr, sehr köstlich. Und dann in Kombination mit dem Bauchspeck, das mit dem Rauchigen, das war schon wirklich fantastisch. Einmal haben wir indirekt und direkt Garmethoden gehabt. Direkt halt brauchen wir halt, um halt eine Kruste hinzukriegen und hohe Temperaturen zu haben. Und niedrige Temperaturen, also einen indirekten Grillen, was halt ein bisschen weniger Temperatur hat. Und das Fleisch saftig zu halten und komplett durchzugaren. Ja, ich glaube, hier im Oldenburger Münsterland ist ja dieser Kohlgang im Vorfeld, gehört auch dazu, ob es eine Boseltour ist oder eine reine Bollerwagentour. Zu der kalten Jahreszeit, man ist draußen, man friert vielleicht auch ein bisschen und kommt dann irgendwann rein in die warme Stube, hat deftig was auf dem Teller. Ich glaube, dass das eigentlich das ist, was die meisten so unter diesem Kohlgang und Kohlessen dann verstehen. Hat beides seine schönen Seiten, eine traditionelle hier eine schöne Kultur, hat auch immer was für sich. Bei dem Wetter ist es heute sehr angenehm, hier drin zu sein. Und insofern war das jetzt mal auf diesem Weg auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich bin jetzt einfach gespannt, was der letzte Gang noch bringt. Vielleicht wird das der richtige Grünkohl. Schauen wir mal, in welcher Form der zubereitet wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Für mich der Gaumenschmaus war die Ente bisher. Da waren so schöne Räucheraromen dran, die kannte ich so bisher noch nicht. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ich glaube nicht, dass man das qualitativ so hinbekommt, wie die es hier machen. Von daher würde ich dann vielleicht zu Hause eher beim klassischen Kohlessen bleiben. Vielleicht kann man die Truppe ja auch buchen. Das wäre mir noch lieber.